Was geht ab, meine Freunde? Seid herzlich willkommen bei einer weiteren Runde Ark hier auf Lost Island. Ich hoffe, ihr habt die letzte Folge euch gepflegt angeschaut. Hatte ich am Ende nochmal einen kleinen Fail, indem ich hier mit dem T-Rex so ein bisschen wie ein Elefant im Porzellanladen, man kennt ihn, den Ankyloplatt gemacht habe. Deswegen gibt's jetzt einen neuen. Ich begrüße aber erstmal Deko und Delta. Wuff. Astalama, Muchachos. Ein bisschen polieren. Herzlich willkommen zurück zu Ark. Es geht los. Genau, ein Ankylo haben wir weggefrühstückt. Mit unserem Kano gerade, weil der angedamaged wurde. Wow, wow! Und jetzt gibt es einen neuen. Marvin hat sich gerade in die Hose geschnackselt. Ich dachte, der rennt jetzt automatisch drauf, weil ich den angreife. Weißt du, die sind doch, wenn die auf mein Ziel angreifen sind, dann wird's schwierig. Sagen wir mal so. Ich sehe gar keinen Ankylo da. Nicht? Für mich fliegt da nur Arschgeier. Ich sehe nicht mal Data. Ich glaube, dann kommt er gleich aus der Erde geflogen, wenn er dann genockt ist. Okay, warte. Das wird witzig. Guck, Scotty. Okay, Scotty. Ich guck hier mal rüber. Lass mich mal kurz ein bisschen höher positionieren. Er droppt. Putz. Ah ne, er kam von runtergefallen. Er kam runter, okay. Aber Holle freut mich da aber. Und bei mir sitzt niemand auf dem Argo. Auf dem Archiv. Ja, das ist cool. Argo. Wer ist dieser Argo? Der gute Data ist auch ein Geist. So, wir brauchen neue Pfeile, Leute. Pfeile. Mehr Pfeile, mucho Pfeile auf 400? Ne, ich mach mir erstmal 100, ne? 100 Pfeile, bam, reicht das? Aber wenn ihr die Schusswaffen produzieren wollt, können wir uns auch langsam drauf einstellen, Betäubungsdarts zu machen. Ja, und Kohle, ganz viel Kohle brauchen wir, ne? Ganz viel Lagerfeuer anmachen, für die Kohle. Naja, ist doch anders, ein Teil brennt, macht doch nebenbei Rotkohle. Kohle. Ja, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Und Mortar und Pestel brauchen wir auch mehr. Ob ich noch ein bisschen, Ich glaube, ich baue wirklich ein paar Lagerfeuer auf. Ja, dann lass uns doch eine Production Hall machen. Dann gehe ich jetzt nochmal nach drüben, nach unten, da wo immer so fett Party ist. Ich würde auch eine Aufgabe machen. Ich mache jetzt eine kleine Hütte, wo wir Metall schmelzen und bauen und Zeugs machen. Okay. Deal. Aber unten links, genau da wo du hinrennst, das ist super. Hier so? Nochmal. Warte. Nee, weiter links, hätte ich jetzt gedacht. Da wo der weiße Drop so runtergeht, da so, ach, weißt du? Warte mal, ich würde hier, hier so. Hier so raufsetzen, hier. Ja, da so, ja, genau. Okay, hier mache ich das. Memo nochmal an alle, ja? Ja. Kleine Betriebsversammlung. Macht jetzt nicht den Fehler und reitet mit dem T-Rex los. Ne, der ist, bis der Ankylo fertig ist, der erstmal verboten. Ich glaube, es wäre ganz gut, wenn einer nochmal nach unten irgendwie in den Wald oder so cruist und noch ein bisschen Holz holt, denn ich glaube, wir brauchen jetzt auch richtig viel Holz. Ich brauche Holz jetzt, ja. Da brauche ich aber den Argi für. Ja, auf jeden Fall. Wir brauchen noch einen Argi, am besten. Ja. Ja, wollen wir noch einen sehen? Wir sind dran gescheitert, in High-Level zu finden. Alle wieder mit 20 hier oder so. Die Falle kannst du auch umbauen zu einer Argentavis-Falle. Hier, wir haben vier Argentavisse vor unserer Base. Schau mal, ob da irgendeiner zu uns passt. Warte, das kann ich ja mal eben machen. Wir haben hier Level 11, no. Ich hab Level 30. Level 8. Am besten eine Female. Am besten eine Female. Ja, ist leider alles Müll, was ich da gesehen habe. Okay. Da fliegt ein Level 49. Oh. Ist aber, ich okay, kann okay. Sehen, aber ist eigentlich auch noch zu low. Rationed. Perfekt, hat nämlich gerade wieder Durst. Mucho geilo. Da fliegt noch ein Agi. Ja, hier sind echt mega viele gerade in der Nähe. Ja, aber halt alles Low-Level-Kacke. Also ja. Dödi wäre schon geil eigentlich. Wo ist der Agi? Ich benutze gerade noch. Ich würde rüberfliegen in den Dschungel und Holz holen. Wird angegriffen! Lachs den weg! Lachschuh, der nächste kommt, wird auch kommen, wenn er tot ist. Sind geierig auf seine. Da! Sind geierig auf seine Leiche! Meine Pass Leiche. Auf! Leiche! Töten! Kiki! Ja, noch mehr oder was? Digga, richtige Geierversammlung hier! Was für ein Wetter ist, ey. Einfach so ein Tornado aus Federn. Aber nice. Ja, das sind ja alle Low-Levelige gewesen, deswegen passt ganz gut. Du wolltest das unten machen, ne? Nicht hier, wo Obsidian ist, sondern noch eine Schiefer, oder? Doch, da wo es Obsidian ist. Genau hier, ja. Oh, da ist sogar ein Ei. Das könnte ein Ankylo-Ei sein. Ja. Oh, warte mal, der Kano hat 19 Level-Ups. Oh, nice. Mucho geilo. Ich wusste nicht, worauf Verteidigung. Deswegen hab ich ihn noch gelassen. Ja. Alles schwierig. Ich bin ganz sicher, ob er auf. Aber wenn er prozentualen Damage macht, dann ist ja Käse da auf Damage zu gehen, oder? Das skaliert ja mitten. Also sein normaler Damage, das ist ja auch richtig. Aber dann ist ja eher wichtiger, dass er lange überlebt, oder? Ich hab jetzt HP gehen. Ich hab jetzt drei Viertel HP gemacht, den Rest in Damage.
Nice. So, wir haben jetzt 828 Narco-Berries. Nice, Bruder. Nice. Das hat sich doch gelohnt hier. Vergammeltes Fleisch müsste auch genug da sein. Ja. Ja, warte mal. Komm her, Stego! Komm her! Ist noch leer, ja, aber können wir jetzt mal warten. Hat jemand den Ankylo-Blick? Nee, ne? Ja, Alter! Richtige Fackel hier bei Deko. Okay, warte mal, das ist dumm. Ich hab da 10 Lagerfeuer gebaut, aber da wird es ein bisschen Kohle durch. Leider ist das Gras da ein bisschen hoch, man kann nicht so schlecht sehen. Können wir nicht eigentlich Gachas tamen? Das sind Gacha-Klaus, die kannst du nicht tamen. Ach was, echt? Gacha Klaus ist Event gerade. Ah, schade. Du kriegst ja aus den Raptor Klaus kriegst ja Sachen raus. Ja. So wie Holzkohle oder Nistenzweige und dann gibst du diesen Gacha Klaus zu fressen, dann gibt er dir einen Kristall, wo dann wieder zufälliger Loot drin ist. Ja, so Oldschool-like kennen wir ja, ne? Ja, genau, aber ich glaube die normalen Gachas, bin ich mir gar nicht sicher, ob es die hier gibt. Hier gibt es ziemlich viele Viecher, aber Gachas nicht. Oh, gibt schade. Hier auch, los, kleiner Spoiler, was da kommt? Gachas muss es geben. Es gibt ein Aberration-Gebiet. Oh! Hier. Was? Wo ja. Wieder aus dem Boden die ganzen Viecher rauskrabbeln, oder wie? Ja, wo es halt Aberration-Viecher gibt, die Leuchtetiere halt. Alter, ja, aber wo hier. Du auch, ja, wo auch die ganzen Viecher aus dem Boden krabbeln, wenn du kein Licht hast, oder wie? Die Name ist echt, das weiß ich gar nicht. Das waren so nervige Arschkrampen, ey. Aber okay. Es war schon ein geiler, ja, es war schon cool, dass sie das so gemacht haben, muss ich sagen. Wir haben ein Araneo-Sattel, was ist denn ein Araneo, den kenne ich gar nicht. Araneo sind die Spinnen. Die völlig useless sind. Spinnen? Die Spinnen. Die kannst du erzählen. Welche Spinnen? Diese Spinnen in Höhlen. In den Höhlen? Die anspucken und fest. Echt? Seit wann geht das denn? Ich glaube schon ewig. Was neu ist, ist, dass du die ganzen Insektenviecher jetzt auch breeden kannst. Das ging ja vorher nie. Was kannst du machen? Die Insekten kannst du jetzt ja auch breeden. Also, richtig. Züchten. Züchten, richtig. Echt? Was? Du kannst aber jetzt nicht so eine Ameisenfarm machen, oder? Ey, Ameisen nicht, aber ich meine zum Beispiel, ja, wie geil wäre das bitte? Richtig geil für Chitin, ey. Mantis zum Beispiel, die kannst du richtig breeden. Ja, okay, die sind auch richtig geil, weil sie einfach zwei Schwerter in der Hand halten können. Ja, nicht nur Schwerter, die kennen eine Spitzhacke, eine Axt, Sicheln, Knüppel, du kannst damit Leute umknüppeln. Komm, das war ja, das war das Extinction? Ja, das war Extinction, wo wir die hatten. Das war richtig geil, ey. Wo wir da diese Dungeons noch hatten. Boah, ey, wir haben echt noch einiges vor hier. Also Lost Island kann Dungeons, echt ein langes Projekt werden hier, ne? Ja. Obwohl wir jetzt schon T-Rex haben. Gerade bei unserer Geschwindigkeit. Ja, das heißt, hat ja nichts zu heißen, dass sie jetzt schon T-Rex haben. Natürlich! Ich meine, es ist schon geil für den Anfang so, aber der kann ja auch durch unerwartete Dinge einfach sterben. Nein. Bei uns sind noch nie Dinos unerwartet gestorben. Achso, ich darf hier nicht draufgehen. Ne? Schnell wieder weggehen. Übrigens, was die Muchachos geschrieben haben. Wenn du Dinos wegklatscht und möchtest da Leder, Pelz oder was auch immer haben, immer die Axt. Spitzhacke ist nur für Fleisch. Spitzhacke ist nur für Fleisch, richtig. Der Rest ist für mit der Axt. Nur, dass du Bescheid weißt. Und was du nie wieder machen sollst, auch schon ein paar Folgen her, weil sonst Leute richtige Aggressionen bekommen. Die Pike kommt immer Aggression. Da rasten die Leute richtig aus. Die Pike. Aber das mache ich zwischendurch immer, um ein bisschen zu triggern. Weißt du, da haben wir mehr Kommentare unter den Videos. Ah, ja, geil, ey. Guter Algorithmus, deswegen immer mal so ein bisschen Pike, salzen, ne? Pike abbauen, ne? So, dann. Ey, ich kenne doch unsere Zuschauer. Ich weiß, dass sie mal ausrasten, wenn wir irgendwelche dämliche Scheiße bauen. Ich kenne euch doch. Die Trigger-Möwe ist unterwegs. Also eigentlich mache ich nie Fehler. Wenn ich Fehler mache, ist es immer beabsichtigt. Boah, aber das sieht auch wieder so geil aus. Hier brauche ich ein Haus. Schaut euch das an. Das sieht einfach so episch aus. Alter! Ach, kann so schön sein. Man kann sich das auch ultra hässlich machen, das Spiel. Ja, so wie ich es gerade habe, ja. Mit 800x600 Auflösung, oder wie? Nee, das, du kannst dir über die Dateien, kannst du die irgendwie umschreiben, sodass du zum Beispiel Bäume nicht siehst und einfach alles immer hell ist und so ein Scheiß. Das hab ich ja gerade drin. Ja, warum, Alter? Wegen EVP oder was? Ja, das kriegt ungemein böse Vorteile. Aber ich hab's halt vergessen rauszunehmen. Das ist ein Spiel gerade, also ich wollte jetzt nicht wieder rausgehen. Exploiter! Nee. Die Cheater. Cheater, Boxershort. Feature. Nicht Teacher, Cheater. Feature. Ja. 83% haben wir.
25 Level bekommt er dazu, das heißt 77. Nice. Nee. Ja, dann am besten ein Agi gleich zurück, dann können wir das Metall da den Rest wegfahren. Was brauchen wir nochmal für Benzin? Wir brauchen Leder und Öl, ne? Scheiße, Öl, wie kommen wir dann an Öl ran? Man muss hoffen, dass die Ölsteine, auf dem Land sind. Die sind meistens immer im Schnee. Ja, stimmt, aber ey, ganz ehrlich, Schneebogen können wir knicken. Das ist tödlich da, aber richtig tödlich. Ja. Ja, meistens immer ist gut. Wir brauchen so eine Trader-Mod. Dass es irgendwo so ein Handelsvorkommen oder so ein Handelshaus gibt, wo man hingeht und sagt, hier, ich tausche jetzt. Ja, und Kristall, was wir hier arschviel haben, gegen ein bisschen Öl. Krieg ich eigentlich mehr Rohstoffe, wenn ich meinen Attack-Level hochballer? Es geht auf jeden Fall schneller. Dann. Ich glaube, warte mal. Jetzt an die Ziegenliebhaber, das war mit der Kettensäge. Je mehr Damage du hast und dann die Kettensäge benutzt, um den Schaf zu zersägen, kriegst du auch mehr Raw-Matten raus. Das weiß ich. Ja! Digga, was wir auf jeden Fall brauchen. Also du kannst aber keine Ziege mit einer Kettensäge zersägen. Ja. Das gehört. Ja. 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 Also wenn, dann musst du zumindest nebenbei ein Gebet an den Ziegenmann senden. Aber da macht auch immer was. Gibt's mal so Deko. Natürlich. Bein finden und das. Muss auch alles seine Richtigkeit haben. So, ich habe jetzt 10.000 Holz. Mhm, das reicht. Und ich habe 1600 Steine und ich kann immer noch fliegen. Kentavis ist echt geil, ne? Wobei, die Forges kann ich ja auch nicht mehr umgehen. Weiß ich nicht warum. Also, wir sind jetzt auch gerade wieder dabei, ein paar Aufnahmen am Stück durchzuzwirbeln. Deswegen, bitte rastet nicht aus, wenn wir nicht sofort auf eure Tipps und Kommentare eingehen können. Werden wir aber. Oh, hier wird gerade ein Gacha von einem Raptor verprügelt. Soll ich den Gacha retten? Davon gibt's zigtausend. Oh, der Raptor sieht geil aus. Was Level ist der? Level 77 Raptor in Grau. Oh, der ist neben unserem Stego. Ich bin hier gerade auf dem Stego. Nee, unser Stego, den wir drüben getamed haben. Ach so! Oh, da war ja auch noch einer. Ja, willst du den retten oder? Ja, ich hau den Raptor. Hey, das nehme ich mit! Stego! Halt dich zurück, du kannst nichts! Warte mal was für mich. Okay. Okay. Oh fuck, hier ist ein T-Rex. Level 8. Das sollte ich auf jeden Fall irgendwie weglocken. Aber unser Stego ist auch wieder. Oh fuck. Er geht auf Arschgeier! Lass Arschgeier in Ruhe! Folge Arschgeier. Ja. Folge Arschgeier, hier ist mein Sack. Beiß mir den Arsch, komm schon. Und Abflug. Tschüss. Sind ja schon wieder neue Memes, oder? Oh ja. Yeah. Beiß mir den Sack. Zum Beispiel. Okay, jetzt wird hier der Stego von dem Raptor angepimmelt. Was brauchen wir denn hier noch für? Wir brauchen Holzkohle. Ah, okay. Dann können wir jetzt gleich schon anfangen mit der Produktion von Gunpowder. Ja. Produktion. Und Waffen, aber wir brauchen den Fabricator dafür und natürlich auch Gasolina, ne? Ja, kannst du mal vier Mörser bauen, Martin? Vier? Ja. Ist der Ankylo schon durch? So gut wie, ja. Wo bist du denn, Data? Hier drin, im Haus. Ja, schön. Schön. Oh, S+. Auf dem Tisch sogar. Oh. Warte mal, ist kein S+. S+ ist besser. Achso, willst du es noch verarbeiten auf dem Tisch? Nee, S+ hat glaube ich auch mehr Slots. Ach so, ah okay, ja, dann ist es auf jeden Fall interessant. Glaube ich zumindestens. Ja, wo sind die Lagerfeuer hin? Die sind auch wahrscheinlich einfach. Glaube ich auch. Er ist aber schlecht gebaut am Delta. Muss man eine Tür reinmachen nach hinten. Vorne ist er. Nee, wir machen uns einen schönen Balkon auf jeden Fall. Nee, an die Produktionsstätte. Wenn man zu den Lagerfeuern kommt. Achso. Da kann ich ja eben auch aufreißen hier, oder? Ja, guck mal. S+ hat 50 Slots und der normale Mörser hat 24 Slots. Warte mal, kriegen wir da noch was hin? Hä, wo ist die ganze Holzkohle? Ist die weg? Zwei? Warum sind da immer nur zwei Stück drin? Ja, da hat der Deko ordentlich was durchgefeiert, oder? Naja, 20 Holz waren hier im Ding drin. Achso. Ja, ich hatte nicht Holz da. Okay.
Na, eine Rampe. Aber hier ist jetzt 10.000 Holz drin. Sehr gut. Und wir haben 10 Lagerfeuer. Ich könnte also in jedes Lagerfeuer 1.000 Holz schippern. Ja. Brauchen wir Holz gerade für irgendwas? Nee. Ja, ich weiß es noch nicht. Also ich nicht. Schmeiß es erstmal rein. Einfach. Wir haben auch ziemlich viel Kacke hier rumliegen von den ganzen Dinos. Wir könnten einen Fertilizer daraus machen. Ja, danke dir. Wichtig. Man kennt ihn. Oder wir holen den Paluten wieder. Deko, ich geb dir gleich mal was zu trinken. Das musst du mal bitte testen, wie das schmeckt, ja? Was willst du wieder andrehen, finde? Warte mal, wo bist du? Beim Produktionshaus. Ich hab dir jetzt mal was fertig gemacht. Einfach trinken, ja? Nicht draufschauen, einfach trinken. Ich schmeiß dir hier hin. Nicht draufschauen, ey. Warum sollte ich so dämlich sein? Hä? Einfach nur trinken und draufzuschauen. Warum ist es weg? Wir haben Öl hier, ne? Wollen wir Öl? Wir haben 15 Öl hier. Achso, ja gut. Okay, leider habe ich es scheinbar jetzt hier in den Boden geworfen. Ich kann dir aber sagen, wie du es herstellen kannst. Geh mal auf deine Level, die du verteilen kannst. Will ich das herstellen? Ganz oben auf Level 1 kannst du es herstellen. Das ist in der zweiten Reihe. Ja. Das dritte von rechts. Also, den Sachen, die ich lernen kann. Auf Level 1. Suicide Potion. Ja. Gut. Haben wir das auch geklärt, Marvin? Dankeschön. Ah, du sollst nicht draufschauen, was es ist. Ja. Wie soll ich da nicht draufschauen? Richtiger Chaco, ey. Ich glaube, Marvin könnte das. Da versuchen das zu craften, ohne zu lesen, was da steht. Einfach machen, man kennt einfach, weil Marvin irgendwie sein Gehirn erstmal 20 Minuten verarbeiten muss, wenn er so lange nicht braucht. Machen und trinken, einfach machen. Haben wir den an Kilo jetzt? Ja, ne? Ja, ich hab den schon zum Metallspot rübergelockt. Nice, gucken wir uns doch mal an. Wo ist denn der Metallspot eigentlich dann? Weiß guck mal, lohnt mal. Sich das? Lebt immer noch, ey. Ja, hat sich das gelohnt? Ja. Wer hätte das gedacht? Ich würde sagen, ja. Stimmt, der braucht ja auch noch einen Namen von den Muchachos, ne? Ja. Allgemein, wir haben jetzt einen T-Rex, der einen Namen braucht, wir haben einen Kano, der einen Namen braucht, wir haben einen Argentavis und zwei Petris oder so. Und eine Säbelzahnkatze. Wobei die Säbelzahnkatze hat, glaube ich, meinen. Deko, ich bin gerade in deine Richtung gelaufen. Ist hier auch der Metallspot? Hier ist der Metallspot, ja. Ach, da hinten. Ja. Okay, ist aber also schon ein bisschen laufen. Dran. Ja. Nö. Es geht ist weg. Aber schon nah dran. Aber das war's jetzt, glaube ich, ne? Jetzt ist Metall alle. Jetzt ist Metall erstmal alle, ja. Wie viel hat er sich eingesnackt? 1500 hat er jetzt. Zusätzlich zu den 1800, die wir vorher schon hatten. Na. Das ist doch ganz anständig. Na. Definitiv. Ich level nochmal Ausdauer. Das hätte auch! 52, okay. Kannst du auf den Ankilo aufsteigen hier? Marvin? Oder so? Krass. Geht das? Geht nicht. Wo bin ich denn? Achso. Steig mal auch auf den Akkühle. Ich glaube, das geht. Nee, das muss ich erstmal loslassen. Naja, ich glaube, ich grab dich sonst immer runter. Ah, nee, geht. Nice! I believe so, pass auf, dann machen wir jetzt mal was. I believe I can touch the sky. Ja, geil, kann man sogar in der Luft schlagen, ne? Naja, genau. So fahrt man eigentlich. Einer schleppt zum Metallstein hin und der andere. Ja, warum haben wir es denn nicht von Anfang an so gemacht? Schlag. Weil keiner Kilo hatten. Komm, schlag. Nein, warum schlag's ab? Wieso? Kristall nehmen wir direkt mit dir. Echt? Okay, ja gut, dann Lack, ne? Lackschuh. Ja, perfekt. Können wir erstmal das Metall hier rausholen, Hals auf die Öfen. Digga, was kannst du eigentlich, Bruder? Das heißt, ich brauche 300 Metallslots. Nice! They see me rollin', hatin'. Controlling and trying to catch me run. Retalk, wofür brauchen wir jetzt den Kristall? Einfach schon mal haben. Hab ich besser als brauchen, ja. Industrial Forge für den Industrial Grinder. Brauchst du für die ganze Industrial Zeug später. Ja, okay, hier auch nochmal. So, reicht. Wir haben jetzt 1544. Ja, siehste, reicht doch. Ist lecker, oder? Ist das lecker? Ja. Das ist sehr lecker. So Deko wärmt sich wieder am Feuer. Forges. Wir haben jetzt 430 Metallbarren. 470 insgesamt. Ooh. Dann lässt sich was mitmachen.
Da kann man auf jeden Fall. Die Frage ist, was machen wir damit? Craften wir jetzt Waffen oder Waffen. Ich brauche eine Shotgun. Ich will unbedingt eine Shotgun haben. Aber wir könnten auch Richtung Giga-Themen gehen, ne? Da müssen wir halt dann Dinosaur-Gates bauen. Ja. Achso, wir brauchen auf jeden Fall die Flinte, ne? Die kann ich ja schon mal lernen. Ach, kann ich? Ne, kann ich noch nicht. Ich guck mal gerade, was kostet denn so ein Metall-Dinosaur-Gate? Das geht eigentlich. 120 Metall. Naja, Pumpgun eigentlich geht's, aber so viel haben wir halt nicht. Taschenlampenaufsatz, warum nicht? Kleines, Kriegskarte. Geht ein kleines Metalltor? Klein, ja. Also nicht 160 Metallbaren. Nicht das Tor an sich, sondern der Rahmen, Geistern des Gateway. Heißt kleines Metalltor. Genau, und dann brauchen wir noch eine große Bärenfalle. Die habe ich auch gelernt, die braucht nur 6 Metall. Mhm. Okay, aber das Tor braucht 170. Mhm. Aber wenn man nur eins bauen muss, dann geht's. Ja, nee, von den kleinen Toren nicht. Wie? Nicht? Ja, von den kleinen Toren brauchst du. Ein Giga passt ja nicht nur in ein Tor, was willst du damit machen? Du musst ihn ja irgendwie einzäunen. Ich weiß nicht. Und zwar, du playst eine Bärenfalle, darum machst du 3 Dino-Tore. Lässt einen Giga da reinlaufen und dann klemmst du ihn hinten einfach zu mit den anderen. Sodass er dann nicht mehr rauskommt. Kostet okay, alles nur 6000 Metall. Die Tore kannst du ja wieder mitnehmen. Ja, wenn's funktioniert, ne? Ja, aber das hast du uns schon mal gesagt. Das Versprechen war schon mal da. Scheiß drauf, wirklich. Level 13, Level 52 Agentabis habe ich hier. Weiblich? Warte mal, wir haben hier sowas, warte mal. Kann ich damit irgendwas machen? Armin, hör auf, mach keine Scheiße. Ich will mal kurz was schauen. Nee, ist mir nicht. Ich flieg mal gerade wieder rüber zu dem Biberdamm und guck mal, ob da wieder ein bisschen Zement abholbar ist. Ja. Biberdämme, das weiß ich, guck mal, so in der Nähe von 2040 oder so, da hab ich mal Biberdämme gefunden. Oh, es sind zwei T-Rexe. Also 20 so. Links, 40 unten. Also oh mein Gott, sieht das geil aus. Warte mal. Hier vielleicht? So? Und jetzt so? Wieso geht das nicht? Ich wollte gerade die Kano-Taurus-Arm-Trophäe wollte ich gerade da draufklemmen, aber geht nicht. Kano-Taurus-Arm ist für den Bossfight. Das ist so eine Trophäe. Ah. Du brauchst aber eigentlich, wir müssten hier, wo ich jetzt gerade bin, müssten wir, Alter, was ist das für ein Viech? Megalania. Eigentlich müssten wir hier ein Haus bauen, Alter. Das sieht so geil aus, so idyllisch. Können wir ja noch machen. Die Flüssen hier lang kümmeln. Und hier ist doch wieder Biber. Ein Biber, da habe ich hier wieder. Oh, nimm mit. Ja, ich Holz. Frage gerade, ob oben noch mehr ist. Aber oben ist denn jetzt schon Schneebiom. Okay, Delta, was kann ich denn dann da dran klatschen? Nur die Köpfe von den Bossen, also Gorilla genau, und Spinne. Alpha T-Rex Trophäe gibt's. Ja. Es gibt Alpha Wyvern. 75 Rex. Okay. Von einem Deathworm. Ich glaube, die gibt's hier aber. Den habe ich noch nie gesehen. Einen Deathworm habe ich noch nie gesehen. Das ist so ein Tune-Ding, ne? Ja, und dann halt auch die ganzen richtigen Bosse halt. Aber das ist ja hier nicht der normale Boss. Der Bossfight ist ja auch ganz anders. Okay. Aber wollen wir eigentlich einen Biber zähmen? Ja, für Holz. Wäre grandios. Den schicken wir dann schön in den Wald und dann kann er mal alles wegholzen, was geht. Den Biber könnte ich ja auch so weggrabben eigentlich, ne? Ein Biber kannst du grabben, ja. Dann hol dir mal mit. Level 2. Nice, perfekt. Ich hab nicht erlernt. Was ist er hier? Level 22? Wäre schon mal interessant, ja. Level 4. Achso, es gab ja, du hast ja mal in der neuen Folge gesagt, du kannst ja nicht einfach in der Luft stehen bleiben mit einem Vogel, ne? Der Dick hat das gesagt, ja. Ja, es geht. Du musst fliegen und dann X drücken. Das ist die Luftbremse. Ah. Mein okay. Gott. Also Level 22 Biber nice ist der dickste. Ja, damit. Es ist ja, erstmal okay. Alles, was erstmal besser farbt als eine Axt, ist okay. Was ist schlauer? Erst den Damm lernen und dann das Viech aufsammeln oder? Erst Damm lernen, dann Vieh aufsammeln. Ja, das kommt ja automatisch. Ja, aber mir rennen ja 5 Viecher hinterher. Ich muss ja schon richtig treffen. Das kriegst du hin. Ja, wenn nicht, tötest du den anderen einfach. Hier sind 4 oder so. So. Ah, sie kommen! Eine so, welches war jetzt? Ist das der? Ne, das ist Level 4. Oh ja. Komm her, Bruder. Hab ich ihn? Bist du ready? Level 22. Warte.
Warte, mit dem Tier. Ja, mit dem, der mit dem schwarzen Schwanz. Hab ihn. Aua, der haut mich. Nee, der hat gar nicht einen schwarzen Schwanz. Level 4, Junge. Wo ist denn überhaupt der Biberdamm? Wo Delta meinte. 40-20. Okay. 40-20. Ja. Nee, jetzt war. Ja, das war. X zuerst ist 40-20. Okay, jetzt hab ich ihn. Der greift aber, während ich ihn grabbe, meinen Agentavis an, der kleine Sticher. Ah, ne, jetzt nicht mehr. Okay, ich komme jetzt mit wieder, dem Biber am. Ja, komm zurück, komm zurück. Ich räume mir schon wieder auf. Wir haben nämlich wieder ein paar von den Hyänen auf unserem Feld. Miese Arschflöhe. Säbelzahn, Tiger. Mit dem Biber können wir nämlich auch so rumfliegen, ne? Einer sitzt drauf und baut ab, während der andere. Das geht auch. Aber können wir nicht den Biber einfach auf Wandern stellen und der baut selber die ganzen Bäume hier ab? Nee. Hat er weggesnackt. Macht er nicht. Der Dödi macht das, glaube ich, und der Anke macht das. Aber jetzt machen die auch mit bis zum bestimmten. Warum jetzt? Bis zum bestimmten Weight. Hallo. Wir machen das nur so lange, dass sie noch laufen können. Hallo, jeder! Okay, die mache ich auch noch platt. Okay, Daddy, Daddy! Ich bin zu Hause, bitte. Ich brauche ein paar Pfeile in Arschloch, hallo. Okay, Papa, kommt sofort. Luftbremse X! Aha. Profi. Okay, ich warte. Ja, on my way. Sobald wir den Fabricator haben, bitte sofort auf Canteens gehen. Dankeschön. Wir haben, by the way, 37 Perlen bekommen und 145 Zement. Perlen sind sehr gut. Okay, bin da, wer noch? Ich. Huh. Warten wir mal ein bisschen. Oh, der braucht ja nur 791, das ist ja chillo. Nice. Nicht getroffen. Nice. Nicht haben getroffen. Nice. Nicht haben getroffen. Nein. Haben getroffen. Bisschen warten, bisschen chillen. Huh. Oh, ein Pfeil reicht ja fast noch, ne? Ja, das könnte reichen. Noch einer? Nee. Reicht nicht. Aber jetzt. Pass auf, wir brauchen Narkotik. Ihr wisst, dass Biber schnell wieder aufstehen. Ja, wir haben on Mars. Aber ich würde sagen, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Hallo! Muchachos, auch wieder. Dann natürlich einschalten, Daumen nach oben zu hören. Wäre super geil. Bis dann, reingehauen. Hallo!